Das Rüstzeug der Maler. Painter's equipment. Eine Frage und eine Antwort darauf. A question and its answer. Sind die Maler noch diejenigen Maler, die die große Höhle bemalen? Are the painters still those painters who are painting the great cave? Malen sie den Büffel an die Wand als den Hunger, den Adler als die Freiheit, die Frau mit dem dicken Hintern als die Liebe? Do they paint the buffalo on the wall as hunger, the eagle as freedom, and the woman with the big bottom as love? Malen sie den Büffel als das Tischlein deck dich? Do they paint the buffalo as the table which magically sets itself? Haben sie die Höhle inzwischen verlassen, sich aus der Gemeinschaft gestohlen und die allgemein verständlichen Vereinbarungen vergessen? Have they meanwhile left the cave, cleared out of the community, and forgotten all those universal, comprehensible agreements? Weil der Zauber den Hunger nicht stillt, das Fliegen nicht klappt und die Sehnsucht nach Liebe die Liebe nicht bringt? Because magic does not still hunger, because flying does not work, and yearning for love does not breed love. Haben sie die Höhle mit einem anderen Platz vertauscht? Have they traded the cave for some other place? Die Propagierung über die Bedürfnisse, was braucht der Mensch? Propagandizing about needs, what does man need? Nährt sich aus Sehnsucht nach Freiheit und Todesangst und verführt zu einem anderen Weg, abseits von der Bahn der Maler. Feeds upon a yearning for freedom and the fear of death and entices us into taking another way off the painter's course. Die hellen Köpfe, Überflieger, Neuerer, Aktivisten, voran die Verrückten und die Feuerköpfe sind in ihrem eigenen Schädel geblieben. The smart ones, hotshots, innovators, activists, in the forefront madmen and hotspurs, have remained within their own skulls. Sie rufen mutige Devisen. They proclaim plucky mottos. Bilder sollen im Halse stecken bleiben. Man soll die Augen vernageln und Herzen in die Zange nehmen. Painting should stick in the throat. Eyelids should be nailed down and hearts grabbed with pliers. Fischgräte, Bombenacht und Trennung. Fishbone, air raid and separation. Also, man sitzt noch beisammen ums Feuer, wärmt sich die Mahlstuben, ist satt und verliebt. Well, one still sits together around the fire, warms up the studios, has had enough to eat, and is in love. Auf den zerborstenen Leinwänden sind die prächtigen Ornamente voll wirrer Linien und üppigen Farben, kristalline Galerien hängen über den Rahmen. On battered canvases are those sumptuous ornaments filled with jumbled lines and rich colors. Crystalline galleries hang over the frames. Alles, was aufrecht stand, das Stillleben, ist umgeworfen worden. Die Landschaft ist gepackt und entwurzelt worden. Die Interieurs wurden zerwühlt, zerkratzt und durchbohrt wurden die Porträts. All that once stood erect, the still life, has been knocked over. The landscape has been seized and uprooted, the interiors tangled and the portraits scratched and pierced. Die Malerei wurde die Musik. Painting became music. Der Surrealismus hat gesiegt. Surrealism won. Alle haltbaren Sachen sind aus den Bildern geflogen. Everything durable has been kicked out of the painting. Jetzt geht der Ton durch die Wände, die Linie steht Kopf. Now the tone goes right through the walls. Sind the line stands upside down. Sind die Maler nun unglücklich und frieren? Are the painters now unhappy and freezing? Sie tanzen und feiern Feste mit Freunden. Sie laden die Väter ein und trinken Capri mit ihnen. They dance and celebrate with their friends. They invite their fathers and drink Capri with them. Ein schwarzes Bild ist weiß wie der Himmel. A black painting is as white as the sky. Die Farben glühen in der Höhle. The colors in the dark clay cave are aglow. Licht ist überflüssig. Light is superfluous. Überhaupt ist alles ganz anders. Everything is utterly different anyway. Den Apparat Venus, den Apparat Zeus, die Engel, Picasso haben die Maler erfunden, wie eben auch den Stier, das Brathuhn, das Liebespaar. The paraphernalia of Venus, Zeus, the angels, Picasso were invented by the painters, as were the bull, the roast chicken and the lovers. Die Birnbaumpalette wurde zum Eimer, der Pinsel zum Messer, zum Beil zum Knüppel. The pearwood palette became a pail, the brush a knife, an axe and a club. Die größten Bilder sind größer und die kleinsten kleiner denn je. The largest paintings are larger and the smallest are smaller than ever before. Einer hat ein Bild von 5 Zentnern gemalt. Someone painted a painting weighing 500 pounds. Ein Chinese ist im Handstand über die Leinwand gelaufen. A Chinese hand walked over the canvas. Ein Norweger hat einen Birkenwald von 68 Hektar Größe auf 4 Quadratzentimeter Leinwand gemalt. A Norwegian painted 168 acres of birchwood on 1.5 inches of canvas. So will ich ja nicht weiterreden. This is not the way I want to continue.
Die Hygiene, ich meine, die Religion wird eingesetzt. Hygiene, I mean religion is employed. Eine Sache ist Disziplin, eine andere die Bildung und auch die Meditation. Discipline is one thing, education another and meditation too. Der Rausch wird zur Vorbereitung oder Stabilisation der Haltung benutzt. Intoxication is used to prepare or to stabilize an attitude. Manche essen gut, andere reinigen sich durch Fasten. Some eat well, others purify themselves through fasting. Wenn ich denke, das Rumfuhrwerken, die Konfusion bringt nichts, sondern zack, zack, macht mein Freund zwischen New York und Köln die besten Bilder in der Hosentasche, wo er eigentlich den Kanarienvogel sitzen hat. While I see no point at all in bustling around, in being confused, zap, zap, my friend between New York and Cologne makes the best paintings in his trouser pocket, where his canary sits. Sieht man mehr von der Welt, wenn man auf eine Leiter steigt, sieht man noch mehr, wenn man sich flach auf den Acker legt und die Nase in die Erde steckt. Does one see more of the world by climbing a ladder? Does one see still more by lying down flat on the field and by sticking one's nose in the ground? So und so. Either way. Der Unterschied zwischen einem deutschen und einem italienischen Apfelbaum ist gewaltig groß. The difference between a German and an Italian apple tree is enormously large. Ich habe in der Toskana im Garten Fotos gemacht von solchen Bäumen. In Tuscany, in the garden, I made photos. In Deutschland, zu Hause, war dann meine Aufregung groß über diese Exotenapfelbäume. Unmalbar diese Märchenbaumerfindungen. Back home in Germany, I was terribly excited by these exotic apple trees, these unpaintable fairy tale tree inventions. Ich bin dahinter gekommen, ich wollte gar keinen Apfelbaum malen. I realized that I did not want to paint an apple tree at all. Ich saß noch unter der Mutter und hatte nur die Nase rausgesteckt. I was still under the mother and had stuck out only my nose. Die Welt hat sich nicht geöffnet. Das Geheimnis blieb verborgen im Ding. Nun war aber die Verwirrung da. The world had not opened up. The secret remained hidden within the object, but now there was confusion. Das ist eine Erfahrung, nur eben nicht die, die durch Verschiebung des Horizonts bildet. That is an experience, but not of the kind that broadens your mind through shifting horizons. Die ersten La-La-Laute und Punkt, Punkt, Komma, Strich sind sehr vehemente Schöpfungen für den, der sie macht. The first La-La-Sounds and the first Dot, Dot, Komma, Dash are indeed vehement creations for the one who makes them. Das ist keine Theorie. This is not theory. Ich habe Fidelio komponiert. Ich weiß genau, dass ich als Sechsjähriger das Stück dirigiert habe. Hund und Hase habe ich mit 8 Jahren gemalt und mit AD signiert. I composed Fidelio. I know precisely that as a 6-year-old I conducted this very piece. Hare and Dog I painted when I was 8 years old, signing them A.D. Das eine Aquarell liegt in der Wiener Albertina. Der Hund ist verloren gegangen. One of those watercolors is in Vienna, in the Albertina. The dog is lost. Um mich zu erinnern, vielleicht auch um meine Vergangenheit zu errichten, habe ich zum Beispiel 1969 den Wald gemalt, denn ich bin überzeugt, dass die Jagdpause im Wermsdorfer Wald in der Schule in Sachsen von mir im 8. Schuljahr gemalt wurde. In order to remember and perhaps also to build up my past, I painted, for example, in 1969, The Forest, for I am convinced that The Hunters at Rest in Wermsdorf Forest was painted by me in my 8th year at school in Saxony. Das Bild ist kleiner als die Erinnerung. The painting is smaller than the memory. Vor mir auf dem Tisch steht eine silberne Thermos-Kaffeekanne mit warmem Kaffee darin. In front of me on the table there is a silver thermos coffee pot with warm coffee. Mit dieser Kaffeekanne könnte ich überhaupt nichts anfangen, wenn ich mich nicht darin spiegeln würde. This pot would not mean anything to me were it not that I see myself reflected in it. So fällt mir mein Selbstbildnis mit der großen Hand im Vordergrund ein, hängt in Wien. I am reminded of my self-portrait with a large hand in the foreground, it hangs in Vienna. Dort ist richtiger Surrealismus nur deshalb, weil ich wiederum genau weiß, ich hatte zu der Zeit hellblonde kurze Haare und nicht diese dunklen Locken. There is true surrealism there, but only because I once again know exactly that at that time I had fair short hair and not these dark curls. Mein lang gehegter Plan ist, Bilder hinter der Leinwand zu malen. My long cherished plan is to paint pictures behind the canvas. Ich will mich nicht hinter der Leinwand verstecken, sondern aufrecht davor stehen. I do not want to hide behind the canvas, but want to stand upright before it. Das Rüstzeug des Malers sind für diesen Malakt zu kurze Arme. The painter's equipment for this act of painting are arms which are too short. Die Anatomie hat versagt. Anatomy fails. 1993 hat ein Maler sicher einen Arm um 15 cm länger und macht dieses hinter der Leinwandbild. By 1993, some painters will surely have an arm 18 inches longer and will make this behind the canvas picture. Das bin ich. That's me.
Deshalb male ich heute, 16.11.1985, diesen Futurismus und signiere mit Datum 1993. Therefore, I paint today, November 16, 1985, this sort of futurism and sign it with the date 1993. Alles, was hinter dem Maler liegt, liegt auch vor ihm. All that which lies behind the painter also lies before him. Seit ich damals auf einem zugefrorenen See hart mit dem Kopf auf das Eis fiel, ist mir ein singender Ton im Schädel geblieben. Ever since I fell on a frozen lake with my head hitting hard on the ice, a singing tone has remained inside my skull. Das war ein völlig unproduktiver Akt, der die These der nicht reproduzierbaren Erfahrung bestätigt. This was a totally unproductive act which proves the thesis of the unreproductibility of experience. Erst jetzt nämlich verschwand aus meinem Kopf dieser Ton, wurde ausgelöscht, als ich nach dem Paukenwirbel in Bruckners zweiter Symphonie den liegen gebliebenen Ton hörte. Only recently did this sound vanish from my head. It was erased when I heard the lingering sound after the drum roll in Bruckners second symphony. Wie bei einer psychischen Interferenz sauste die Luft aus meinem Ohr. As if by a psychic interference, the air rushed out of my ear. Solche Akte, Eisstürze, gehören nicht zum Rüstzeug des Malers. Such acts, falling on ice, do not belong to the painter's equipment. Hier hat die Natur etwas anderes vor. Here nature has different plans. Angenommen, man malt einen Apfelbaum. Inzwischen wird es dunkel, wird Nacht. Man hört auf zu malen. Suppose one paints an apple tree. Meanwhile it grows dark. Night falls. One stops painting. Anderntags malt man über diesen Apfelbaum ein Stillleben. On the following day one paints over this apple tree a still life. Hat man das Ziel aus dem Auge verloren? Is one off target. Am dritten Tag malt man darüber ein Porträt. So malt man beliebig lange ein Ding über das andere. On the third day one paints a portrait over it. One paints like that as long as one wants one thing on top of another. Kommt jetzt jemand und fragt, was tust du da? Ich würde sofort antworten, ein denn so mache ich es. If someone now comes and asks, what are you doing? I would immediately answer, because that is how I do it. Niemand zwingt den Maler in jene Gesellschaft, deren Doktrin die verlogenen Bilder fordert, auf denen der Gute, dem Bösen, Beispiele politischen Irrsinns ins Bilderbuch zeichnet. No one forces the painter into a society whose doctrine demands phony paintings in which the good draws examples of political madness for the picture book of the bad. Wenn ich ein Tischlein deck dich male, esse ich es selber leer. If I paint the table which magically sets itself, I'll eat it up myself. Meine Frau streicht mir sanft über den Kopf. My wife gently strokes my head. Das Bild wird nicht fertig, liebe Frau, sollte der Maler vorher von der Leiter fallen. The painting will never be finished, my dear, should the painter fall from the ladder. Die weiße Kontur entzündet einen schwarzen Hintergrund. The white contour ignites a black background. Die spanischen Maler sind gute Beleuchter. The Spanish painters are good lighting engineers. Die Erfinder des großen Theaterbühnenscheinwerfers ist Velázquez. The inventor of the large theater spotlight is Velázquez. Ich bin bei seiner Beleuchtungsprobe weggelaufen. I ran away from his lighting rehearsal. Bei so gebündeltem Licht wird mir schwindelig. Such a focused light makes me feel dizzy. Vielleicht war das Weglaufen ein Fehler, denn nun fehlt mir dieses Rüstzeug. Maybe it was wrong to run away, for now I miss this equipment. Ich muss den Farbbrei mit einem Seil zusammenziehen. I must pull together the mush of paint with a rope. Wie Schlangen liegen die Seilenden in der Sonne. Die schwarze Natter liegt oben auf dem Stillleben. Like snakes, the ends of the ropes are lying in the sun. The black adder lies on top of the still life. Dort auf dem Bild wird, wo es wichtig ist, scharf gezeichnet. Und wo es ebenso wichtig ist, verschwimmt die Linie. Sie schlingert und verschwindet im Dunkel. There on the painting, drawing is precise where it matters. And where it equally matters, the line is blurred. It lurches and disappears into darkness. Ich lüge nicht. Gerade sehe ich Marat in der Badewanne, das Bild von David. I'm not lying. Right now I see Marat in the bathtub, the painting by David. Eigentlich sehe ich den Arm mit der Feder in der Hand besser, das Armpendel, die Stunde schlägt, die neue Zeit. Actually, what I see better is the arm with the pen in the hand, the pendulum arm. The hour has come, the new era. Dieser Arm mit Hand ist von Rosso. This arm with hand is by Rosso. Jenes Bild, auf dem hinten Moses wütet. That painting where in the background Moses rages. Unmöglich kann Rossos Modell zu Davids Zeiten noch gelebt haben. Aber es ist derselbe Arm. Also sind Rosso und David ein und derselbe. It is impossible for Rosso's model to have been still alive at the time of David, but it is the same arm. Therefore Rosso and David are one and the same.
Dieser Arm ist ein Rüstzeug. This arm is equipment. Reinkarnation ist Unsinn. Reincarnation is nonsense. Ebenso ein Rüstzeug sind die grünen und roten Punkte der Girlande in der Priscilla-Gruft, die Renoir ausgemalt hat. Equipment also comprises green and red dots on the garland in the tomb of Priscilla, painted by Renoir. Ich habe daneben gestanden und am Tanzschritt gearbeitet. I was standing by and was working on the dance step. Viele Maler waren in dieser Höhle. Many painters were in that cave. Die Frau mit dem Tambourin war noch nicht da. The woman with the tambourine was not yet there. Die Toten brauchen die besten Bilder. Das ist die Kunstgeschichte. Man kann auch sagen, in der Finsternis sind die Bilder. The dead need the best paintings. That is art history. One can add that the paintings are in the darkness. Ich sage hier alles positiv. Schlechtes sollte beiseite bleiben. Everything I am saying here is positive. What is bad should be left aside. Hier die einzelnen Punkte aufgezählt. These are the points to be enumerated. Alle Maler leben. All painters are living. Die Leidenschaft kann sein. Passion may be there. Die Hygiene. Hygiene. Die Farbe. Color. Zum Beispiel rot. For example, red. Alle Dinge auf den Bildern. All things in the paintings. Zum Beispiel gar nichts drauf. For example, nothing in them at all. Die Linie. Line. Diese kann aus dem Hintergrund, vom Grunde der Leinwand oder selbst durch die Leinwand durch ins Auge schießen. It can shoot into the eye from the background, from the bottom of the canvas, or even right through the canvas. Das Ornament. Ornament. Geflochten, gedreht, gewunden, auch stürzend. Braided, twisted, wound, even falling. Kann auch als Schlange oder Strick sein. Can also be a snake or rope. Der Punkt. Dot. Als Punkt. As dot. Als Fleck. As spot. Als Haufen. As pile. Wie ein Fladen. Like flat cake. Fliegt auch manchmal über die Leinwandfläche. Also flies sometimes across the plane of the canvas. Die Fläche selber. The plane itself. Nicht auszudenken, was alles. Impossible to imagine everything. Zum Beispiel als Haar. Example as hair. Als Körper. As body. Als Brust eines Helden. As chest of a hero. Als grünes Auge. As green eye. Oder eben als Tannenbaum. Or even as Christmas tree. Als Meer. As ocean. Wenn möglich ohne Perspektive. If possible, not in perspective. Die Erzählung. Narration. Hier wäre zum Beispiel. Here, for instance. Die Mythe. The myth. Vom trojanischen Pferd interessant. Of the Trojan horse would be of interest. Die Musik. Music. In Rembrandts Braunschweiger Familienbild wird dunkelgelb Cello gespielt. In Rembrandts family group in Brunswick, a cello is played deep yellow. Zahlen. Numbers. Das Modul. Module. Die Proportion. Proportion. Nicht das Beispiel mit der Leiter, sondern vielmehr Eskimo und Eisberg, Zyklop hinterm Felsen. Not the example with the ladder, but rather Eskimo and Iceberg, Cyclops behind the rock. Natürlich auch alles, was Maler erfunden haben. Of course, also everything invented by painters. Wie den Schornstein. Such as chimney. Das Haus. House. Die Lokomotive. Locomotive. Die Pyramide. Pyramid. Das Straßenpflaster. Pavement. Das Fensterkreuz. Window cross. Auch die Sachen ohne Winkel. Also things without angles. Wie Firmament und Sternenmeer. As firmament and sea of stars. Besseres oder schlechteres Leben ist hier nicht drin im Rüstzeug. A better or worse life is not contained here among the equipment. Illusionen sind Sache der Interpreten. Illusions belong to the interpreters. Der schönste Bilderakt von Modigliani hat keine Haut, kein Fleisch, keine Zähne. The most beautiful of Modigliani's painted nudes has no skin, no flesh, no teeth. Man kann so weit nicht gehen und sagen, Bilder hätten das.
One cannot go so far and say that paintings have these things. In dieser Aufzählung fehlt, wie man merkt, das Motiv. Es ist nicht enthalten aus folgendem Grund. In this list, as you will have noticed, the motif is missing. It is not included for the following reason. Davids Bild mit dem ermordeten Marat in der Badewanne ist selbstverständlich ebenso ein Höhlenbild wie eine ausgemalte Etruskergruft. David's painting with the murdered Marat in the bathtub is as obviously just as much a cave painting as is a painted Etruscan tomb. Sind denn für andere Bilder überhaupt sichtbar? Can paintings actually be seen by others? Die große Höhle ist dunkel, die Bilder sind kaum zu sehen. The great cave is dark, the paintings can hardly be seen. Die Grabhöhle der Etrusker oder Ägypter ist vollständig finster, man sieht die Bilder gar nicht. The tombs of the Etruscans or the Egyptians are pitch dark, one der does Maler not see the paintings at all. Hat also Bilder gemalt, die keiner sieht. Thus the painter painted paintings which no one can see. Wiederum hat Renoir in der Priscilla-Gruft nicht gefuscht, wie wir jetzt prüfend sehen, wobei er niemals davon ausgehen konnte, dass wir je sehen würden. Again, Renoir has not bungled in the tomb of Priscilla, as we now see on close examination, although he could never have assumed that we were ever going to see it. Warum hat er es dennoch getan? Why did he do it then? Den Betrachter hat das Publikum erfunden, nicht die Maler. The viewer was invented by the public, not by the painters. Nur die veränderte Zivilisation, der andere kulturelle Anspruch, hat dieses Bild ans Licht gezogen. Only changed civilization, another cultural imperative, brought this painting to light. Alle Toten haben einst gelebt. All the dead had once been alive. So ist dieses Bild ein Epitaph. Thus this painting is an epitaph. Der Büffel mit den Pfeilspitzen ist hier der tote Marat und das Tintenschwämmchen ganz zweifelsfrei das Brötchen der Stillleben bzw. das Tischlein deck dich. The buffalo with the arrowheads is here the dead Marat, and the little ink sponge is, without question, the roll in the still lives, or else the table which magically sets itself. Sieht man die Kostüme der Leute, die reichen Gewänder und hängenden Tücher, das Innere des Zimmers, die Badewanne, so kann man sagen, mit einem Bein stand David im alten Rom. If we look at the costumes of the people, the rich garments and draped fabrics, the interior of the room, the bathtub, we can say that David had one foot in ancient Rome. Das ist die verschobene Zivilisation, nicht entwickelt zum Besseren hin, nur verschoben. This is shifted civilization, not developed towards something better, just shifted. Das Motiv in Davids Kopf ist die Höhle mit den Höhlenbewohnern und ihrer noch intakten, ungebrochenen Übereinkunft, dass der Büffel und das Brötchen sowohl die Lebenden wie die Toten ernährt. The motif in David's mind is the cave with the cavemen and their still intact, unabashed agreement that the buffalo and the roll feed both the living and the dead. Kein Maler geht auf Motivsuche, das wäre paradox, denn das Motiv ist im Kopf des Malers, der Mechanismus, der denkt. No painter goes hunting for motifs. That would be paradoxical, because the motif is in the mind of the painter, the mechanism which thinks. Überall, auf jedem Bild, sind die Büffel und Brötchen als Ausdruck des Motivs. Everywhere, in every painting, the buffaloes and rolls are an expression of the motif. Die Instinkte sagen uns, was wir damit anzufangen haben. Our instincts tell us what to do with them. Unsere Sehnsucht braucht Bilder. Our yearning needs pictures. Jetzt klopft es an der Tür. There is a knock on the door. Herein. Come in. Herein tritt ein Maler, was ich gleich an dem Farbspritzer auf der Hose und den schmutzigen Fingernägeln erkenne. Enter a painter, as I can readily recognize from the stain of paint on his trousers and from his dirty fingernails. Darf ich mich zu ihm setzen? May I sit down? Bitte. Sure. Wollen wir uns unterhalten Want über? Want to talk about? Warum nicht? Why not? Er sieht die Thermos-Kaffeekanne auf dem Tisch zwischen uns. He notices the thermos coffee pot on the table between us. Könnten Sie mir einen Kaffee spendieren? Could you give me a cup of coffee? Wenn er den Parmigianino nicht erkennt, sondern nur an den Kaffee in der Kanne denkt, ist er sicher ein Realist und ganz verdorben. If he fails to recognize the Parmigianino, but thinks only about the coffee in the pot, he is certainly a realist and completely depraved. Zumindest könnte er auch denken, die Kanne sei leer. It might at least occur to him that perhaps the pot is empty. Sie ist nämlich inzwischen leer. As a matter of fact, it is in the meantime empty. Bleibt mir also daher nur zu antworten, leider nein, denn das hier ist mein Selbstporträt, aus dem Sie Kaffee trinken wollen. Thus all I can do is to answer, I'm afraid not, because this is my self-portrait, out of which you want to drink coffee. Ich will ihn schließlich nicht allzu sehr verwirren, indem ich ihm erst umständlich erkläre, dass in der Kanne gar kein Kaffee mehr ist.
After all, I do not want to confuse him too much by first complicatedly explaining to him that there is no more coffee in the pot. Er antwortet ganz unerwartet, so etwas können Sie mir nicht vormachen. Ich sehe, was ich weiß. He answers quite unexpectedly, you can't fool me like that. I see what I know. Darauf ich, Sie wollen wohl das Motiv in meinem Atelier finden. To which I respond, you probably want to find the motif in my studio. Er ist ein praktischer Mensch, er liebt die Schönheit, er will sich innerlich mit Kaffee wärmen, dann will er sein Programm vortragen und sich mit mir gemein machen. He is a practical person. He loves beauty. He would like to warm himself up with the coffee. Then he wants to present his program and fraternize with me. Jedenfalls antwortet er ganz verblüfft, ja, aber hier steht ja gar kein Aktmodell. Anyway, he answers totally perplexed, oh, there's no nude model here. Jetzt weiß ich, dass er lügt. Denn zum Aktzeichnen braucht er einen Zeichenblock. Den hat er aber nicht mitgebracht. Now I know he is lying, because for new drawings he needs a sketchpad, which he has not brought with him. Was tun? What now? Ich beschließe, ihm nichts vom Rüstzeug zu erzählen und antworte nur kurz, es ist eben keine Sibylle zwischen uns getreten. I decide to tell him nothing about the equipment and tersely answer, no Sibyl has stepped between us. Thank you.